Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Für Schütze, ein Zeichen, das für seine Abenteuerlust und seinen Optimismus bekannt ist, ist der heutige Tag eine Mischung aus Anpassung an andere, disziplinierter Herangehensweise, Erkundung neuer Horizonte, Konzentration inmitten von Unruhe, Verständnis für Beziehungen und emotionaler Selbstfürsorge unter dem Fischemond. Der Tag beginnt mit einem Hochgefühl, denn du fühlst dich im Einklang mit den Menschen um dich herum. Diese Übereinstimmung ermöglicht eine effektive Kommunikation und Produktivität. Dein natürlicher Enthusiasmus als Schütze wird heute durch eine disziplinierte Herangehensweise ergänzt. Ein realistischeres Vorgehen kann den Erfolg deiner Unternehmungen steigern. Deine Stimmung sollte den ganzen Tag über positiv bleiben, getragen von deiner Schlagfertigkeit und deinem Humor, die dir bei der Bewältigung von Herausforderungen besonders helfen. Die Energie der Planeten fordert dich heute dazu auf, deinen Horizont zu erweitern. Dabei geht es nicht nur um körperliche Flexibilität, die du zum Beispiel im Fitnessstudio trainieren kannst, sondern auch um geistige und emotionale Flexibilität. Ziehe in Erwägung, neue Orte zu erkunden, früher für belebende Spaziergänge aufzuwachen und die Schönheit des Sonnenaufgangs zu erleben. In dieser Zeit geht es darum, offen für neue Erfahrungen und Perspektiven zu sein und aus deiner Komfortzone herauszutreten, um mögliche neue Wege in deinem Leben einzuschlagen. Vielleicht bist du heute unruhig und kannst dich nur schwer konzentrieren. Trotz der Verlockung des grüneren Grases, anderswo, versuche, dich auf deinen aktuellen Weg zu konzentrieren. Vertraue darauf, dass du dort bist, wo du sein musst, und dass deine Reise mit deinen tieferen Zielen im Einklang steht. In Bezug auf Beziehungen könnte sich die aktuelle Planetenstellung auf dein Selbstvertrauen auswirken, besonders in einer bestimmten Beziehung. Es ist wichtig zu verstehen, dass es nicht die Stärke eurer Beziehung widerspiegelt, wenn ein geliebter Mensch Raum braucht, um persönliche Probleme zu lösen. Wenn du ihm ihr die Zeit gibst, die er sie braucht, kann das zu einer stärkeren, engagierteren Partnerschaft führen, sobald er sie bereit ist, sich voll und ganz auf dich einzulassen. In der Weihnachtszeit, wenn die Sterne am Winterhimmel funkeln, kündigen sie ein herzerwärmendes und unerwartetes Wiedersehen an. Wenn die Weihnachtslichter einen gemütlichen Schein verbreiten, ist das Universum bereit für eine besondere Überraschung, die Wiedervereinigung mit einem alten Freund oder Verwandten. Diese Zeit des Jahres, reich an Erinnerungen und Nostalgie, ist die perfekte Bühne, um Beziehungen wieder aufleben zu lassen, die mit der Zeit verblasst sind. Stell dir die Freude vor, wenn du von jemandem hörst, mit dem du wertvolle Momente teilst, mit dem du aber seit Jahren nicht mehr gesprochen hast. Mach dich dieses Weihnachten auf eine emotionale und freudige Überraschung gefasst, wenn eine frühere Verbindung wieder auflebt und eine Flut von schönen Erinnerungen mit sich bringt und die Chance bietet, neue, schöne Erinnerungen zu schaffen. Nimm dieses Geschenk der Wiedervereinigung an, eine wahre Verkörperung des Weihnachtsgeistes. Der Einfluss des Fischemondes verleiht dem Tag einen Hauch von emotionaler Zärtlichkeit. Es ist wichtig, dass du dir deiner emotionalen Grenzen bewusst bist, besonders bei Interaktionen, die dich auslaugen könnten. Es ist wichtig, deine Energie zu bewahren, um dein emotionales Wohlbefinden zu erhalten. Diese Mondposition ermutigt dich auch zur Selbstbeobachtung und Zukunftsplanung. Es ist eine gute Zeit, um über deine langfristigen Ziele nachzudenken und dich dabei von deiner Vorstellungskraft und Intuition leiten zu lassen, die durch den Fischemond verstärkt werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der heutige Tag für Schütze ein Tag ist, an dem du dich mit anderen abstimmst, diszipliniert vorgehst, neue Richtungen erkundest, inmitten von Unruhe fokussiert bleibst,
die Bedürfnisse in deinen Beziehungen verstehst und dich in emotionaler Selbstfürsorge und Zukunftsplanung übst. Es ist ein Tag, an dem du dich auf effektive Kommunikation verlassen kannst, neue Erfahrungen machen kannst, auf deiner aktuellen Reise geerdet bleibst, in deinen Beziehungen unterstützend bist und unter dem nährenden Einfluss des Fischemondes von deiner Zukunft träumen kannst. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Karte Gericht steht für eine Zeit der Reflexion, des Wandels und des Erwachens. Sie ist eine Aufforderung, deine Lebensentscheidungen zu überprüfen und wichtige Entscheidungen zu treffen. Für den heutigen Tag deutet das Gericht darauf hin, dass du vielleicht an einem Scheideweg stehst und einen Moment der Selbsteinschätzung und Selbsterkenntnis erleben musst. Es ist eine Zeit, in der du über deine vergangenen Handlungen nachdenkst und die Konsequenzen bedenkst, was zu einer Veränderung oder einem Neuanfang führen kann. Die Königin der Schwerter ist eine Karte des Intellekts, der Unabhängigkeit und der klaren Kommunikation. Sie ist bekannt für ihren scharfen Verstand und ihre Fähigkeit, Entscheidungen mit Klarheit und Objektivität zu treffen. Heute ermutigt dich die Königin der Schwerter, deine Entscheidungen mit Logik, Rationalität und einer klaren und durchsetzungsfähigen Denkweise anzugehen. Es ist ein Tag, an dem du Entscheidungen auf der Grundlage dessen treffen solltest, was du für richtig hältst, auch wenn das eine gewisse Distanz erfordert. Die Vier der Kelche steht für Introspektion, Kontemplation und ein Gefühl der emotionalen Stagnation. Sie steht oft für eine Phase der Selbstreflexion und für das Gefühl, etwas angeboten zu bekommen, es aber nicht voll zu schätzen. Für den heutigen Tag deutet die Vier der Kelche darauf hin, dass du dich in einem Zustand der Kontemplation befindest und möglicherweise Chancen oder Segnungen in deinem Leben übersiehst. Sie ermutigt dich, deinen emotionalen Zustand zu überprüfen und zu überlegen, ob du eine neue Perspektive brauchst. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf einen Tag der Selbstbeobachtung, des klaren Denkens und der Selbsteinschätzung hin. Das Gericht verlangt nach Selbstreflexion und transformativen Entscheidungen. Die Königin der Schwerter rät, diese Entscheidungen mit einer logischen und distanzierten Denkweise anzugehen. Die Vier der Kelche unterstreicht die Notwendigkeit, über deinen emotionalen Zustand nachzudenken und die Chancen, die sich dir bieten, zu schätzen. Nimm dir heute Zeit zur Selbsteinschätzung und zum Nachdenken über die Entscheidungen, die du treffen musst. Nutze das klare und objektive Denken der Königin der Schwerter, um Entscheidungen zu treffen, die mit deinen wahren Werten und Prinzipien übereinstimmen. Vergiss nicht, an dein emotionales Wohlbefinden zu denken und die Chancen zu schätzen, die sich dir bieten, auch wenn sie nicht sofort ersichtlich sind. Heute ist ein Tag, an dem du durchdachte, gut informierte Entscheidungen treffen und neue Perspektiven erkunden kannst,